Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Night of the Dead hier auf Dalbert TV. Ja, Goldmine ist es leider noch nicht. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich nichts habe, um mich ordentlich in Schneebiom zu bewegen. Dementsprechend gehen wir jetzt einmal hier ins Panorama rein. Keine Angst, wir werden das Ding jetzt hier nicht komplett leer raiden, sondern Hauptziel ist die erste oder der erste Essensladen, wo ich Sachen kaufen kann, damit ich in der im Schneebiom vernünftig laufen kann und diesen Winterdebuff nicht mehr habe. Und wenn wir hier genug Geld noch zusammentreiben können, würde ich auch noch mal hochgehen an den Laden, wo man diese Forschungsteile kaufen kann, die ja auch knapp 1000 Won kosten. Und würde mir da schon mal, da wurde mir empfohlen, mir als erstes das Life-Leech-Dingen zu holen. Ach, guck mal, hier sind schon die Dinger. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ach, ich kaufe einfach mal von jedem ein. Die sind ja nicht so teuer. Dann habe ich schon mal was da. So, und jetzt haben wir exakt 900 Won. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch mal ein paar Bankautomaten knacke, von denen es eigentlich genug gibt. Hier in diesen Seitengängen sind die meistens drin. Na, hier ist jetzt eine Spulenkiste, ist aber nicht schlimm. Nehmen wir natürlich auch mit. So, genau, wenn ich hier ein paar Bankautomaten knacke, sollten die 100 Won, die wir da noch brauchen, überhaupt kein Problem sein. About iron armor. It's an excellent choice to significantly reduce the damage taken during combat. As the zombies' attack power is steadily increasing, we need more robust equipment to match them. Wear the iron armor and face the zombies' attacks, and you'll see its effectiveness firsthand. However, this armor is heavy, so it might not be efficient during long marches. In such cases, consider other equipment. Looks like you've entered the department store. Countless products must be waiting for you. First, how about heading to the equipment just to see if there's anything good? If you find something nice, let me know. Ah ja, richtig. Wird mir gerade im Chat noch gesagt. Ich hatte da ja mal den Hinweis bekommen mit der Hupe. Jetzt weiß ich nur nicht, welche Taste ist denn dafür voreingestellt. Nee, E war das Licht. Ah, Q. Q ist es. Das war nicht so klug. So, wollen wir mal gucken, wie weit das hier funktioniert. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal reichlich Bewegung. Großen haben wir auch angelockt. Nicht nur einen davon. Ach ja, das mit der Hupe funktioniert echt super. Das habe ich vorher nie großartig gemacht. Aber da kannst du im Prinzip einfach ans Gebäude einmal ranfahren, bisschen hupen, dann kommen die alle raus. Metzelst du die weg und danach können wir wahrscheinlich da relativ stressfrei drin rumrennen. Eigentlich gar nicht so dumm. Finde ich cool. Danke für den Tipp. Ja, das Problem ist, die kommen jetzt natürlich alle Stück für Stück angelaufen. Egal. So. Ich lasse die, die da jetzt kommen, jetzt einfach erstmal noch kommen. Ah, ich habe wahrscheinlich nicht lange genug gehupt. Guck mal, die haben sich jetzt alle hier gesammelt. So, sehr schön. Ja, ansonsten, ihr seht es vielleicht unten, die Klaue habe ich jetzt. Ah, das war nicht das, was ich machen wollte. Mach mal die Tür wieder zu. So, ich wollte die. Ach, die Spulenkiste hatte ich ja schon leer gemacht. Genau, ich habe den Damenmassierer hier jetzt schon auf plus 9.
Für plus 10 fehlt mir leider noch eine Schafshaut oder Schafsfell oder wie das heißt. Das müssen wir noch besorgen, aber da wir ja eh gleich zur Goldmine wollen, sprich ins Schneebiom, werden wir da auch noch mal mindestens ein Schaf mitnehmen auf dem Weg. Und dann sollte das überhaupt kein Problem sein. Jetzt kommen sie alle von oben runtergelaufen. Bin mir nicht sicher, warum eigentlich. Mache ich so viel Krach oder reicht mein Elektroschocker bis da oben hin, wenn der explodiert, wenn der rockt hier von der von dem Darmmassierer? So, jetzt haben wir sie. Die hier noch. So, und eigentlich wollte ich ja hier mich auf die Gelddinger konzentrieren. So. Hier ist noch eine Belohnungsbox. Da sind auch immer viele Wonnen drin. Dass man nichts looten kann, wenn man vergiftet ist, finde ich nach wie vor total blöd. Waren hier auch noch Geldautomaten? Nee. So, ich kriege gerade noch den Hinweis, wenn man während des Hupens absteigt, hupt das Motorrad die ganze Zeit. Das werden wir gleich nochmal testen, wenn wir wegfahren. So, wir haben ja eh noch nicht den richtigen Laden gefunden. So, hier war, glaube ich, nee, hier war es nicht. Da hinten sind noch ein paar Geldautomaten. Nehmen wir die noch mit. Ah, und dann kriege ich gerade noch zusätzlich den Hinweis, wenn ich synthetische Dinge loote, also vermutlich, ja, alles, was hier drin so sein könnte, mache ich Krach und dann kommen die Zombies angeflitzt. Also wenn ich hier jetzt noch eine Handvoll Geldautomaten gemacht habe, habe ich wahrscheinlich sowieso den ganzen Laden geklärt, aber es geht ja fix. So, könnt ihr mal alle zusammenkommen, anstatt immer einzeln, damit ich hier in Ruhe meine Sachen zu Ende looten kann. Sehr schön. So, also ganz oben. Aber gut, mir fehlt jetzt eh noch Geld. Aber mal eben gucken, wie viel ich tatsächlich habe. 942. Also ein bisschen brauchen wir noch. Dann gehen wir hier nochmal rum. Bankautomaten lasse ich mal sein. Die Bankautomaten sind da definitiv effektiver. Ah, hier könnte ich jetzt Birnen und sowas kaufen tatsächlich auch. Da sind auch keine Bankautomaten drin. So, wenn ihr dran denkt, wie ich in der letzten Staffel hier gekotzt habe und das auf, ja okay, Schwierigkeitsgrad war ein bisschen schwerer, aber auch glaube ich nur eine Stufe, ne? Auf schwer hatte ich es glaube ich gespielt. Also, da haben die definitiv auch einiges einfacher gemacht, muss man an der Stelle einfach mal sagen. Ich habe den Mülleimer gelootet. Nicht den Schrank. Da ist ein Schüler. So, jetzt hin. Da war eben noch ein Schüler. Ich sehe ihn nicht mehr. War er eigentlich? Ach, weil er hier ist. So, jetzt aber. Den noch? Oh, ich könnte mir eine Schafhaut kaufen für 40 Wonnen. Aber ist egal, ich bin jetzt so nah an den 1000, ich will jetzt mal so ein Ding kaufen. So, dann gehen wir jetzt direkt mal eine Etage höher. Da sind noch Bankautomaten. So viel kann ja jetzt nicht mehr fehlen. Das
Das waren nochmal 6 Wonnen. So. Da sind nochmal 3 Getränkeautomaten und da ist nix. So, nehmen wir die noch mit. Lass mich erst looten. Und ich glaube, der hier links war es, ne? Der da. Da ist gar keiner. Hm. Egal, hier sind noch Bankautomaten und eine Teilebox. Da gucken wir auch noch rein. Da könnte mein Luftverstärker noch drin sein. Ist er aber nicht. Bin ich jetzt doof? Nee, da hinten war es, ne? Der da hinten. Ja. Jetzt fehlen noch 6 Wonnen. Hier, in den Automaten direkt vor mir, da kriege ich die. Das waren schon mal 2. Irgendwann muss doch hier auch mal Ende sein, oder? Nehme ich auch noch mit. Ich glaube aber, das hat noch nicht gereicht. Mal gucken. 2 noch. Wo haben wir noch mehr Automaten stehen? Da hinten. Dann kaufen wir das gute Stück. Muskelneuraler Netzwerkchip. Her damit. So, und jetzt hatte ich noch den Hinweis bekommen, ich sollte mir noch einen Goldbarren zulegen. Es fehlt nämlich nur noch einer. Vielleicht machen wir noch mal einen Abstecher zur Bank. Gucken wir mal eben, was die kosten. You can fall into this abnormal state mainly by the attacks of enemies with lightning attributes. Make sure to prepare measures against the damage from lightning and its effects. Goldbarren kostet 74. Kaufen wir jetzt einen von, dann haben wir das schon mal in der Tasche. Hey, did you know you can make gold but from gold idiots? I learned a lot while working as a mechanic. With the gold idiots prepared, you can craft gold bars. Wir sind zu Hause angekommen und ich habe hier einmal vor, mit euch die Forschung zu machen. Und zwar hatte ich jetzt hin und her überlegt, entweder den Elektriker zu machen. Dafür brauchte man das Teil, was ich gerade gekauft habe. Würde mir 50% Blitzschlagwiderstand geben. Das würde mir beim letzten Boss helfen. Oder auch die Empfehlung aus dem Chat, den Hämatologen. Das gibt mir 5% des Schadens, den ich mache, als HP wieder zurück. Würde mir ebenfalls beim Boss helfen und grundsätzlich auch, weil die Viecher werden ja mittlerweile ein bisschen schwerer. Dementsprechend denke ich mal, dass ich dieses hier auch nehmen werde. Das machen wir jetzt einfach mal. Muss auch dazu sagen, ich habe diese Dinger hier noch nie benutzt. Das heißt, ich habe ja auch noch Skillpunkte übrig. Wir gucken jetzt mal eben, wo landet das? Hier, Schaden als Leben glänzt, 5%. Das ist also das, was wir gerade bekommen haben. Perfekt. Gut, dann werde ich jetzt einmal zu der Goldmine fahren, in der ich noch nie war. Und da werden wir uns dann gleich wiedersehen und werden die gemeinsam einmal durchrennen. Ich habe Duralumin-Barren und Goldbarren dabei. Das heißt, wir können direkt vor Ort die Waffe hier nochmal um eine Tierstufe hochdrücken. Und dann sollten wir hoffentlich auch noch ein Schaf finden unterwegs, sodass ich das Ding auf +10 aufwerfen kann. The cold in this area is more severe than expected.
Maintaining body temperature is key to survival in cold conditions. If your body feels numb and your actions slow down, it means your body temperature is dropping. As our movements slow down, it seems our efficiency in combat might decrease as well. A warm drink is a good way to quickly raise your body temperature. Please drink something warm right now to maintain your body temperature. Okay, wir haben mal wieder getrunken, bevor wir es sollten. Aber wenn er mit der Ansage halt erst rausrückt, wenn wir ins Winterbiom reingefahren sind. Ja gut, aber als absoluter Anfänger wüsste man das ja gar nicht. Das waren jetzt alles nur normale Eisbären, ne? Oder ist da schon irgendwo der Mutierte dazwischen? Nee. Gut, aber mit dem will ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen, weil die sind ganz schön mies. Genau, und zwar gibt es eine Goldmine hier, die ich bisher noch gar nicht besucht habe. Da gucke ich jetzt mal, irgendwo hier vorne soll die sein. Ich habe da im Discord, für die, die da Interesse dran haben, einen genauen Screenshot mal reingepackt mit den Koordinaten auch dabei. Ich selber war aber noch nie da. Die habe ich jetzt auch im Twitch-Chat einfach bekommen. Ist sie da oben? Muss mal gucken. Nee, die müsste eigentlich hier irgendwo sein. Schauen wir mal. Wölfe sind egal. Für ein Schaf, wie gesagt, würde ich anhalten. Für einen mutierten Eisbär würde ich anhalten. Das ist kein Schaf, oder? Nee, ist ein Reh. Auch nochmal ebenso durch, ob wir hier irgendwas finden in der Richtung. The animals of the snowy region have evolved perfectly to suit their environment. Thanks to their thick fur and skin, they can survive in such cold places. Their instinct for survival is truly amazing. Hunting them to obtain meat is also part of survival for you. However, make sure you never lose respect for them. Ah, das hier sieht doch aus wie ein Mineneingang. Ja, halt mal erstmal an. Machen erstmal hier den Weg frei. Oh, warte, den will ich nicht direkt töten. Will ich euch einmal kurz zeigen, was der kann. Wenn ich ihn nicht schon getötet habe. Und da seht ihr auch schon, was er kann. Okay, da ist der Eingang zur Mine übrigens. Das wäre es jetzt da gewesen, wenn das der Mutierte gewesen wäre, weil den habe ich letztes Mal auch an der Goldmine gefunden, allerdings an der anderen. Guck jetzt aber trotzdem nochmal eben hier rein, weil letztes Mal bin ich bei der anderen Goldmine von hinten rangefahren. Und da war der dann auch. Aber scheint hier jetzt nicht der Fall zu sein. War nur ein normaler Eisbär, oder? Scheint nicht der Fall zu sein. Beziehungsweise war nur ein normaler Eisbär. So, dann gucken wir auf der Seite nochmal. Da mache ich gleich nochmal die Map auf. Zeige euch nochmal vernünftig, wo wir uns hier befinden. Indeed, the snowy region is a very challenging environment for farming. The cold, wind, and snow make it hard for crops to grow properly. But even in adverse conditions, we might find a solution. Let's test it once more. We won't know until we experience it firsthand. Okay, also wir sollen in jedem Gebiet offensichtlich mal ein paar Beete aufstellen. Das werde ich auch nochmal machen irgendwann. Aber nicht jetzt. So, Gasmaske haben wir auf. Passt. Ah, jetzt lass mich doch mal kurz in Ruhe auf die Map gucken hier. So, jetzt aber. Genau, von der Location her, wir sind exakt, sieht man im Schneebiom immer sehr, sehr gut, wo man ist. Hier, ungefähr bei 52, 40, 156, 56. Da ist nochmal eine Goldmine, die bisher nicht so sehr bekannt war. Also als die Koordinaten verraten worden sind, waren im Chat alle überrascht, dass es die überhaupt gibt. Survival in the snowy regions affected by the cold becomes even more challenging. Due to the attacks of the cold zombies, it's hard to move quickly. And their resistance makes it difficult to expect effective combat with cold attribute attacks. Therefore, it's wise to prepare equipment with different attributes in this area. It's also essential to equip yourself with items or gear that enhance cold resistance to protect against the zombies' attacks. Understand? In the dark depths of the mines, amidst such harsh conditions, there are zombies stubbornly clinging to the ember of life.
from their eyes. One cannot see their past humanity, their current pain, or any hope for the future. We cannot tell how much they are suffering, or even if they are aware of their pain. But it is our responsibility to liberate them, to help them reclaim some semblance of their former humanity. Let's free them from their endless torment. Okay, also die Titanstücke und ich glaube nachher auch die Aluminiumstücke und so weiter, die sind mit dem letzten Hotfix mit dazu gekommen. Das kam erst vor ein paar Tagen, ich glaube am 13. Und ansonsten kriegt man hier Golderz, Titanerz, ich glaube man kriegt sogar Alu und so, man kriegt hier eigentlich alles in dieser Mine. Deswegen ist das auch eine der besten, die man besuchen kann, weil man hier halt wirklich alles bekommt. Oh je. In the snowy regions, a diverse range of birds inhabit. Especially penguins. While they may look adorable, they have developed many survival skills to thrive in this environment. Be careful not to be swayed by their cute appearance. So, perfekt. Okay, also Gold und Titan bekommt man hier auf jeden Fall. Und ja, Alu nicht. Aber Gold und Titan bekriegt man hier auf jeden Fall. Aber das genügt ja erstmal. Und dann kann man ja noch in die Magnesiummine, in die Wüste. Und da kriegt man dann Magnesium und Alu. Und dann hast du ja eigentlich alles, was du brauchst. Keine Angst, wir werden jetzt hier nicht gemeinsam dieses ganze Ding hier leerhauen. Ich wollte jetzt nur mal so zu Testzwecken, dass ihr das auch seht, 2, 3 Goldadern hier wegklopfen. Und jetzt laufen wir wie in alter Manier hier einfach mal durch, suchen den Schmied und hören uns unterwegs noch die Durchsage. Okay, also hier im Schneebiom kriegt man scheinbar die letzten Fischer. Die hochwertigsten. Draußen sind die Wölfe schon am Durchdrehen. Und die Bären. Ich hoffe, der ist draußen. Und ihr seht schon, die Zombies brauchen hier mit dieser Waffe auch noch einen Schlag länger. Wäre ich hier mit einer anderen Waffe wahrscheinlich auch ein bisschen länger unterwegs. So, auch hier gibt es wieder diese schönen Kanten, die ich so sehr liebe. Wir laufen mal ein Stück weiter. Okay, also scheint immer noch so zu sein, dass man keinen Damage bekommt von den Explodierenden in dem jeweiligen Biom, weil man das Risiko auf 100% hat. Das nehmen wir noch mit hier. Oh, da oben dreht schon wieder ein Wolf richtig durch. Aber ist nicht schlimm. Hier unten kann er uns erstmal nichts anhaben. Und da ist das Schildchen für die Schmiede. Ja, ich muss aber trotzdem einmal aufräumen, sonst kann ich das hier nicht in Ruhe machen. Ist das da hinten eine Eule? Ein Hedwig? Genau in dem Moment, wo ich die Waffe ziehe. Moment, ich habe noch keine Eule. Mal gucken, ob ich die noch irgendwo erwische. Oder ob die jetzt schon da ist. Jawohl. So, die nehmen wir auch noch mit und dann gehen wir erforschen. Beziehungsweise verbessern. So, ich glaube, das scheint auch eine größere Mine hier zu sein. Keine Ahnung, ob das danach so ist, aber ich glaube, die andere Mine war doch etwas kleiner. Ich weiß es aber nicht mehr, ehrlich gesagt. Das muss ich mal gucken. So, also, dann schmeißen wir das Ding da rein und machen jetzt hier von Tier 3 auf Tier 4. 83,6 Schaden zu 104. Das ist also nochmal ein Schadensupgrade von, was sind das, 25%? Das ist also schon richtig heftig. Der Rest bleibt, glaube ich, gleich, oder? Stabilität steigt ein bisschen. Aber der Rest ist identisch. Ja. Ja, dann machen wir das doch mal. Erden. Nächste Stufe kostet 25 Titanbarren. Ja gut, das sollten wir ja haben, wenn wir hier durch sind. Und 6 Goldbarren. Das ist natürlich schon heavy. Aber gut, wir machen das jetzt. Ist die Waffe jetzt auch gleich komplett repariert worden?
Meinst du? Cool. If you want to reach that tier, you have to temper it in a more hip way. By doing so, your weapon will be as cool as you. Once you get there, no matter what anyone says, you'll be the most stylish person on this island. Alright, let's get started. And throw away any thoughts of giving up midway. That's the Jamal Price style. The beasts of the snowy region have adapted to the cold environment in their own unique ways. They are incredibly resilient and tenacious animals. However, with the survival skills I've taught you, you can stand against them. Start your hunt cautiously, always being aware of your surroundings and the situation. Okay, da geht's wohl nicht weiter. Aber ich konnte mir jetzt nicht verkneifen zu gucken, ob da irgendwas hinter versteckt ist. Juti, so den Gang haben wir und dann gibt's, glaube ich, oder sind wir schon ganz unten? Ich glaube, wir sind tatsächlich ganz unten. Okay, dann werde ich mir jetzt den Weg hier wieder hocharbeiten, werde unterwegs das ganze Gold schon mal einsacken und genau, dann suchen wir gleich draußen auf jeden Fall noch ein Schaf, weil das brauchen wir für die Upgrades. Also bis gleich. I've heard rumors of a gigantic polar bear dwelling deep within the snowy regions. However, it's not just an ordinary polar bear, but a terrifying one that has been affected by a mutant substance. That creature, with its strength and swift speed, can be a significant threat to you, so be cautious. Yet, within such challenges, there might be great rewards as well. Prepare well, and I hope you succeed in your hunt safely. Attaching a high magnification scope and a suppressor to a firearm can give us a significant strategic advantage. The enemy will be gone before they can even pinpoint the location of the shot. Are you ready to carry out a stealth assassination mission? The shotgun is an excellent weapon for close combat, but aiming isn't always straightforward. To fully leverage the strengths of this weapon, the right attachments are essential. Attach a laser sight to the shotgun. You could quickly identify where the muzzle is pointing, effectively handling the approaching zombies. So, ich wollte noch ein bisschen Holz farmen, weil ich mir überlegt habe, ich könnte doch das Ding direkt aufwerten, weil wir haben genug Gold und auch Titanerz zusammenbekommen. Und da ist mir ein Schaf über den Weg gelaufen. Nehmen wir natürlich direkt mit. Dann kann ich die Waffe nämlich direkt schon auf die vorletzte Stufe aufwerten. Aber wir wissen dann auf jeden Fall schon mal, was wir für die Tier 6 Stufe brauchen. Und ja, deswegen machen wir das jetzt. Ich sammle gerade alles zusammen und dann sehen wir uns gleich unten an der Schmiede wieder. The snowy region is full of rocks and ores. Creating mining tools and machines here would be a great help to you. Harvest stone for you. This means you won't have to break rocks manually as often,
But be cautious. To use the extractor continuously, you'll need a maintenance kit. You can create the maintenance kit at the electronic parts crafting station. Iron and copper are essential minerals for crafting. However, mining these important minerals by hand can be quite a strenuous task. To reduce this hassle, I recommend constructing a mining machine. The mining machine will automatically extract minerals for you, allowing you to focus on other important tasks. Did you know? If you upgrade the crafting bench, you can make items that are necessary for currency transactions yourself. Selling those items at the kiosk is a great way to make money. If you have some materials left, try crafting a few items for sale. Hey! Raising your weapon tier to 6 is a big deal. It might be costly, but you need the best equipment for survival, right? Get ready to face the zombies with a more powerful weapon. It's a much more valuable investment than giving up on survival because of money. It's time to move on to the next step to grow your wealth. Aim for 250 gold bars. Honestly, 250 isn't an easy number, but it will be worth it. Keep it up! Jamal Price is cheering for you. So, ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Gut, also wir haben die Waffe einmal aufgewertet. Die ist jetzt auf Tier 5. Da ist sie. Und plus 9, also bei 125 Schaden sind wir. Wir haben eine Schafhaut gefunden. Da ist sie. Damit können wir die Waffe auch auf plus 10 aufwerten. Da macht sie nochmal einen Tucken mehr Schaden. Und wenn wir hier dann noch die 25 Titan-Goldbarren plus die 10 Goldbarren, die anderen herstellen, dann können wir die auch auf 10 aufwerten. Problem ist allerdings, ich musste jetzt alle drei Werkbänke aufstellen und die beiden sogar auf maximal aufwerten, damit ich überhaupt diese Goldbarren hier herstellen kann. Und was ich jetzt gerade gesehen habe, die Titan-Goldbarren benötigen jeweils ein Gold, ein Titan und ein Magnesium. Das heißt also, wir brauchen schon alleine 30 Gold für den Spaß hier, plus dann nochmal 25 für den anderen. Das sind insgesamt 55 Goldbarren, die wir da brauchen, um die Waffe jetzt nochmal aufzuwerten. Das ist schon nicht ohne, würde ich mal so sagen. Genau, 55. Wir haben aus der Mine jetzt rausgeholt so ziemlich genau 22 haben wir aus der Mine geholt. Und die andere soll wohl noch ein Tucken kleiner sein. Aber die werden wir uns ein andermal angucken. Ich lasse die Tische hier auf jeden Fall stehen. Da diese Mine, ich zeige sie eben nochmal, die ist hier vorne. Man sieht es echt super schlecht. Ja, aber genau hier, wo die 1 auch ist, da ist die Mine. Und ich wohne hier vorne. Das ist also die Mine, die am nahesten an meinem Zuhause dran ist. Dementsprechend macht das absolut Sinn, dass ich die auch für Aufwertung und so weiter in Zukunft benutze. Zumal ich diesen Teil der Map hier zum Beispiel überhaupt noch gar nicht richtig kenne. Da werden wir dann vielleicht auch noch mal einen kleinen Loot-Ausflug machen, hier in diesen Hafenbereich rein und uns den ganzen Spaß angucken. Für heute werden wir aber erstmal Feierabend machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Abos, die Likes und die Kommentare. Und ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn wir uns hier in der nächsten Folge zur Horde-Nacht auf der Brücke wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.